Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der FIFA 18 Prognosen. Und heute gehen wir ins zweite Achtelfinale dieser WM 2018 an diesem heutigen Samstag zwischen Uruguay und Portugal. Und ja, Uruguay ja noch am letzten Spieltag Erster geworden durch diesen hohen Sieg gegen Russland. Da haben sie wirklich nochmal gezeigt, die sind auf jeden Fall eine Mannschaft, mit der man rechnen muss. Portugal ja nur mit dem 1:1 dann gegen den Iran deswegen noch Zweiter geworden. Aber natürlich wollen hier beide Teams gewinnen und der Europameister ist wahrscheinlich vor allem durch Cristiano Ronaldo hier in der leichten Favoritenrolle. Kam da direkt mal gefährlich an den Ball. Ist natürlich auch die Frage, wer dann gegen Frankreich und Argentinien oder gegen Argentinien spielen wird. Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal gibt es jetzt Eckball für Uruguay. Sanchez, der kommt weit nach hinten. Suarez ist da. Luis Suarez mit Godin im Zusammenspiel. Sehr, sehr gefährlich nach Ecken, die Uruguayer. Und da ist das Tor. Fast schon ein bisschen aus dem Nichts. Da aus dem Hinterhalt schießt Cavani einfach. Und Uruguay startet hier mal richtig gut ins Spiel. Portugal kriegt den Ball nicht weg und dann denkt Cavani sich, komm, probiere ich es einfach mal aus der Drehung. Zweites WM-Tor für den Mann von PSG. Und Portugal liegt hier zurück. Direkt mal schöner Start für alle neutralen Fußballfans und natürlich für alle Uruguay-Fans. Aber Portugal direkt mit João Mario. João Mario! Das wäre ein wunderschönes Tor gewesen. Aber der geht dann doch ein, zwei Meter da am linken Pfosten von Muslera vorbei. Aber Portugal zeigt hier direkt, mit uns ist hier auf jeden Fall zu rechnen. Glück, dass der Ball da zu Quaresma durchkommt. Und dann ist Cristiano Ronaldo durch. Der Pass sollte eigentlich da nicht hinkommen, aber Jelson Martins verwertet das. Ich glaube nicht, dass Cristiano Ronaldo da in der Situation passen wollte, beziehungsweise er wollte schießen. Da müssen wir nochmal auf Abseits gucken. Hier schauen wir uns das nochmal an. Da kommt die Grätsche und der kam von einem Uruguay-Spieler. Deswegen ist die Frage nach Abseits hier sowieso egal. Der Videobeweis hat das schon gecheckt und Jelson Martins macht hier sein Tor. Direkt mal nach 5 Minuten die Führung ausgeglichen von Uruguay. So muss das hier laufen. Das Spiel bisher sehr offensiv. Das hat man bei Portugal oder Uruguay auch schon mal anders gesehen. Aber heute kämpfen die hier mit offenem Visier. Das kann hier wirklich so weitergehen. Mit Suarez, der macht das im ersten Augenblick Weltklasse. Dann verspringt ihm der Ball leicht. Aber Uruguay, die bleiben dran. Cavani wieder. Da fällt einer im Strafraum. Aber das ist für mich zu wenig für einen Elfmeter und Portugal könnte kontern. Mit Cristiano Ronaldo, der ist schneller als Godin. Cristiano Ronaldo allein für Muslera. Cristiano Ronaldo, 2:1 Portugal. Und das ist ein perfekter Konter. Ein einfacher Pass eigentlich. Ronaldo nimmt seine Schnelligkeit, seine Dribbelaffinität da einfach mit. Und die mitgereisten Portugal-Fans, die freuen sich hier. Fünftes WM-Tor für Cristiano Ronaldo. Perfekt. Der Abschluss hier mit dem Außenriss. Hätte da sogar noch locker rüberspielen, auf Quaresma spielen können. Aber das lässt sich ein Ronaldo nicht zweimal sagen, dass er den hier reinschieben darf. Da spielt er nicht ab. Da ist er selbstbewusst genug. Und Portugal dreht hier früh dieses Spiel. Aber man kann wirklich noch keinen Ausgang dieser Partie wirklich festsagen, denn beide Teams, wie gesagt, offensiv sehr, sehr stark im Spiel. Portugal versucht das Ganze jetzt mal ein bisschen zu beruhigen, gelingt aber nicht mit einem schwachen Pass von Cedric. Vecino. Vorne läuft wieder Suarez in das gefährliche Gebiet.
Kriegt er den Ball direkt. Suarez mit Cavani. Cavani versucht, das Suarez mit dem Doppelpass zu schicken. Aber Portugal steht jetzt besser als in der Anfangsphase. Martins. Die kommen natürlich vor allem durch ihre Schnelligkeit. Gelson Martins wird dann da abgeblockt. Und Uruguay kann sich zumindest erstmals befreien. Vecino. Aber Portugal macht das gut mit einem William Carvalho da hinten, der defensiv wirklich gerade alle Zügel in der Hand hält. João Mario hilft ihm da ab und zu auch mit. Und jetzt ist sogar Ronaldo da mal in der Spielmacherrolle. Das ist Adrien André Silva. André Silva kein Abseits. Gelson Martins, Muslera mit einer absolut Weltklasse-Parade. Also wie hält der den denn? Der Schuss war wirklich besser, kannst du den eigentlich nicht schießen. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite erstmal gucken. Foul da gegen Suarez, aber natürlich sagt der Schiri Vorteil. Da kann aber Uruguay kein Kapital rausschlagen. Also wir sehen hier wirklich weiterhin gute Portugiesen, aber auch Uruguay weiß ab und zu da mit schönen Angriffen zu glänzen. Guerreiro auf Ronaldo, der wird ein bisschen natürlich von Jiménez da an der Flanke gehindert, aber viel zu wenig für den Elfmeter, immerhin Eckball für Portugal. Das ist wieder Rafael Guerreiro, der Dortmund. Ah, zurückgespielt auf João Mario. Und der holt mal den Hammer-Kopfball da raus. Fast von der Strafraumkante. Und der wäre da oben im Winkel gelandet. Da hätte Muslera aber gar nichts gemacht. Riesenchance für Portugal, die mir hier wirklich richtig gut gefallen. Aber gehen Sie mit dieser Führung in die Halbzeit. Uruguay kommt nochmal. Mit Cavani rechts rausgespielt auf Sanchez. Sanchez alleine vor Patricio. Und er kann's nicht vollwerten. Diese Riesenchance. Kommt Portugal jetzt tatsächlich nochmal? Nein. Dicke Chance für den rechten Außenbahnspieler. Patricio blieb aber einfach lange stehen und dann schiebt er ihn direkt auf den Körper. Also wir haben hier ein hammergutes Spiel. Portugal, wie gesagt, verdiente Führung. Aber es hätte hier auch gut und gerne 3-3 stehen können. Also mit Chancen werden wir hier nicht unter den normalen Sachen der WM gezeigt. Also da haben wir schon schlechtere Spiele gesehen. Auch von diesen Teams, wie gesagt. Ronaldo macht ein richtig gutes Spiel. Ronaldo, den kriegt keiner irgendwie da eingefangen. André Silva, der ist noch am wenigsten da im Spiel bei den Offensivspielern der Portugiesen. Quaresma. Quaresma! Und wir wissen alle, der hat einen Hammerschuss, eine Schusstechnik wie kein zweiter, aber Muslera ist heute auch richtig gut drauf. Quaresma, die Ecke kommt eher kläglich. Und Uruguay versucht es hier mal mit einem Konter, mit Laxalt. Dem Torschützen gegen Russland unter anderem. Laxalt auf Cavani versucht, gescheitert, aber der nächste Anlauf läuft. Über Cavani wieder. Cavani. Cavani, Suarez, Tor! Und das geht viel zu einfach da in der portugiesischen Hintermannschaft. Und Luis Suarez macht hier den Ausgleich. 5 Minuten, 10 Minuten nach der Halbzeit. Und das war wieder eine Leistung von Cavani und Suarez. Die beiden sind einfach wirklich ein Sturmduo. Das ist absolute Weltklasse. Und Ronaldo natürlich auch, aber der ist ein bisschen alleine da vorne. Jeffy. Direkt mal abgeschlossen von André Silva. Guedes wird kommen für Quaresma. Direkte Antwort vom portugiesischen Trainer. Das ist die Ecke, das ist Ronaldo mit der nächsten Kopfballchance. 2 zu 2. Gehen wir hier direkt in die Verlängerung.
noch sind natürlich über eine halbe Stunde hier zu spielen mit der Nachspielzeit. André Silva kommt wieder nicht durch. Stark von João Mario. Defensiv wirklich einer der besten. Ronaldo. Jason Martins. Das ist João Mario. João Mario. Und nochmal Guedes. Aber diesen Muslera, den kannst du mit solchen Hammerschüssen auch nicht aus der Ruhe bringen. Das war wirklich klasse gespielt. Und da muss er schießen. Und der geht normalerweise auch in den Winkel. Aber nicht mit Muslera. Wieder stark von Carvalho. João Mario. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Der wird doch nicht alle austanzen. Doch. Genau das hat er gemacht. Und das hatte er genau so geplant. Portugal führt erneut durch das zweite Tor von Cristiano Ronaldo heute. Und das war wirklich noch schöner. Wunderschöne Einzelleistung. Wieder mal der Laufweg. Perfekt von Ronaldo. Einfach gegen drei Spieler und selbst das Muslera diesmal machtlos. 3:2, aber hier ist noch gar nichts gegessen. Uruguay ist immer wieder zurückgekommen. Und solange Cavani und Suarez da vorne nicht draußen sind, werden die gefährlich bleiben. Deswegen sollte Portugal hier wirklich schleunigst entweder das 4:2 machen oder sich defensiv einstellen. Ronaldo, stark gespielt. Das ist Guedes, Guedes. Also Portugal glänzt hier wirklich mit einem Angriffsfußball. Ich habe es schon erwähnt, schon wieder. Jetzt André Silva, das muss es jetzt sein. Nichts. Der Pfosten ist diesmal im Weg, aber Portugal bleibt dabei. Cedric verliert den Ball. Stark mit Jelson Martins. Er kommt nicht ganz an den Ball. Knappe 20 Minuten noch, wenn man die Nachspielzeiten mit reinnimmt. Moutinho wird kommen. Ist natürlich noch mal ein bisschen dafür da, das Spiel zu beruhigen. Das wird den Portugiesen hier richtig gut tun. Natürlich hatten sie gerade die Riesenchancen. André Silva hier gerade an den Pfosten. Aber der Ball muss eigentlich jetzt mal rein. Guedes versucht die Flanke auf Ronaldo und der steht wieder frei. Und er macht hier tatsächlich sein drittes Tor. 4:2 für Portugal und ich glaube, das ist die Entscheidung. Guedes, klasse gemacht, klasse Haken, wir sehen es gleich nochmal. Und Cristiano Ronaldo macht sein 7. WM-Tor und der will hier jetzt natürlich auch Torschützenkönig werden. Guedes, eine Drehung, der Laufweg von Ronaldo wieder klasse, läuft Bentancur da weg. Und dann steht es 4:2 für Portugal. Rafael Guerreiro geht nochmal raus, für ihn kommt Mario Rui. Der letzte Wechsel für Portugal, die sind hier anscheinend sicher, dass sie nicht in die Verlängerung müssen. Zwei Tore braucht Uruguay hier noch, um zumindest nochmal 30 Minuten extra Time zu spielen. Wechsel. Godin jetzt natürlich auch mit vorne. Das ist Suarez in der ersten Drehung und er macht das Tor. Was macht denn Portugal? Und jetzt ist hier wirklich nochmal Spannung drin. Luis Suarez auch eher mit seinem zweiten Tor heute. Ich weiß aber nicht, warum sie da feiern. Die hätten einfach den Ball aus dem Tor holen sollen und weiter geht's. Aber anscheinend wissen sie nicht genau, wie es steht. Nee, aber im Ernst. Das war klasse gemacht von Suarez wieder. 4:3. Unfassbar. Aber jetzt ist natürlich auch die Frage, bleibt Uruguay da defensiv stehen? Guedes wieder auf Ronaldo gespielt. Der will hier wirklich noch sein 4. Tor machen. Und ganz so unrealistisch ist das nicht mal. Denn wie gesagt, es werden sich Konterräume für Portugal auf jeden Fall geben. Außer Uruguay macht jetzt hier den Ausgleich. Godin. Schwacher Pass da von Nunes. Da ist nämlich überhaupt keiner in den hellblauen Trikots. Varela. Auf Laxet. Wieder Varela, der Ex-Frankfurter. Varela. Aber der Flankenball
Ein wenig zu weit. Aber Portugal jetzt nicht mehr gut und nicht mehr konzentriert. Das ist Godin. Godin gegen Pepe. Erstmal gewonnen, aber nochmal exhaled. Bentancur geht noch. 3 Minuten noch. Lucas Torreira ist im Spiel für ihn. Unfassbar, was heute in diesem Fußballspiel hier abgeht. Gelson Martins. Versuchen es dann nochmal schön zu spielen. Kriegen sie nochmal den Ball. André Silva versucht es, das war kläglich. Und das könnte die nötige Zeit für Uruguay geben. 2,5 Minuten noch, wir sehen es. Muslera. Aber der Abschluss ist zu schlecht. Torreira nochmal, aber direkt in die Füße von Moutinho. Nochmal Torreira. Eine Chance kriegen sie vielleicht noch, wenn sie schnell spielen. Godín, Nandes. Varela. Godín. Nochmal. Uruguay. Nandes. Nandes. Nein. Echt den Ball 1 Zentimeter am Tor vorbei. Und die Portugiesen sind im Freudenjubel. Cristiano Ronaldo Matchwinner hier auf jeden Fall. Aber wie knapp war das denn? Dann hätten wir hier wirklich noch eine Verlängerung gesehen. Nandes dreht den da nur knapp am Pfosten vorbei und Uruguay ist draußen. Portugal schafft das irgendwie mit Glück dann am Ende, obwohl sie eigentlich verdient hier trotzdem gewinnen, muss man auch sagen. Also die hatten so viele Chancen. Uruguay natürlich auch gut dagegen gehalten, aber insgesamt geht das doch in Ordnung. Boah, in echt ist das echt schwer einzuschätzen. Also Portugal natürlich Europameister, natürlich ein Cristiano Ronaldo da vorne. Aber Uruguay, die sind anscheinend jetzt warm gelaufen bei dieser WM mit Cavani, mit einem überragenden Suarez. Ich glaube tatsächlich, Uruguay schafft es hier knapp mit einem 2 zu 1 sich durchzusetzen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!